in a small house. So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir uns an der fantastischen Isaac's Awakening Challenge probiert, die bis auf ein ganz kleines Problem sehr cool war. Und das ganz kleine Problem ist das Ende. Ich will mir jetzt erstmal angucken, was Seeing Double ist, und dann entscheide ich, ob ich noch eine Runde Isaac's Awakening spiele oder ob ich mir Seeing Double einmal reinziehe. Aber ich bin neugierig. Und ich möchte meine Neugier stören. Nein! Okay, es geht bis zum Herz. Es geht bis zum Herz und man spielt die beiden. Und die schießen jetzt schon doppelt, ne? Ah, ich verstehe. Und es geht bis zum Herz. Okay, es ist eigentlich, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, dann ein cooles Training für die zwei. Es geht nur bis zum Herz. Und ja, hier steht es jetzt auch nochmal, ne? Hier hat man nochmal die Erklärung. Ach, ich scheiße, ich hab noch nicht... Ah, ich muss mal ganz, ganz kurz. Das muss ich mal ganz fix machen. Okay, watch out. So. Ich kann ja komischerweise nicht Steuerung und W gleichzeitig drücken. Ne? Ich kann rauf, runter, links. Ich kann aber nicht hochlaufen. Und das kann eigentlich ja nicht sein. Wie stelle ich das? Woran liegt das? Wie stelle ich das um? Wir sehen uns... Wow, das habe ich jetzt gedrückt. Wir sehen uns gleich wieder. Ich werde bekloppt. Ich finde nichts. Ich habe jetzt mal so einen Ghosting-Test gemacht. Man kann ja testen, was für Kombinationen mit der Tastatur funktionieren. Und tatsächlich bei Steuerung und W zeigt es mir an, dass es nicht geht. Also das muss an der Tastatur liegen. Da es eine Laptop-Tastatur ist, kann ich rein gar nichts machen. Bleibt mir eigentlich nur die Option, die Controls umzustellen. Ja, scheiße. Ich müsste Steuerung rausnehmen. Ja. Ist es dann, wenn ich das hier umstelle, reicht es aus? Ist Shift belegt? Ist Shift belegt? Das ist zwar... Ja, es ist ein bisschen unangenehm, aber für den Moment könnte man es machen. Okay. Also es wäre eigentlich das Einzige, was ich jetzt umbelegt habe, ne? Das ist ein bisschen ungünstig, aber... Notfalls geht's. Ansonsten brauche ich eine externe Tastatur. Kann ich jetzt hochlaufen mit dem Dude? Ja. Also, es lag tatsächlich daran, es ist schon gedacht, dass man normal mit dem Kollegen laufen kann. Ja, fantastico. Damit ist auch klar, wie man dann solche Rätselpassagen löst. Okay. Okay. Muss jetzt mit Shift also machen. Oh, wir haben... Irgendein Item, was? Ah ja, okay, wir kriegen den Itemraum direkt immer, Itemraum, sag ich schon, den Geheimraum immer direkt angezeigt. Das ist natürlich eine coole Sache. Und ich meine, Vierfachschuss ist schon nicht schlecht, ne? Ich muss halt ein bisschen aufpassen, das ist klar. Oh! Oh! Ach so, das ist der Shop. Ich wollte gerade sagen, hä? Bücherei. Es sah auf der Karte aus wie Bücher, hä? Okay. Egal. Nix für mich. Jetzt ist es das Shop-Symbol. War da nicht gerade was anderes für ein anderes Symbol? Ist ja egal. Ich dachte, da war ein anderes Symbol. Ja gut, wie auch immer. Die Frage ist, gibt es hier einen Itemraum? Ich nehme an, vermutlich nicht. Aber wir können uns erstmal umgucken und feststellen, ob es einen Itemraum gibt. Oh, das ist auch natürlich spannend. Wenn einer über die Spinne läuft, dann zieht es die schon auseinander. Yikes. Okay. Aber ich bin recht guter Dinge, weil es halt wirklich nur bis zum Herzen geht. Ne? Und zum Herzen sollte es jetzt nicht so schwierig sein. Ich sehe es tatsächlich als ganz gutes Training für die beiden. Und jetzt haben wir endlich geklärt, dass ich den auch steuern kann. Ich muss halt Shift drücken. Ich kann es tatsächlich mit Steuerung nicht machen. Das ist schon ein bisschen doof. Also... Props an MSI Laptop-Tastatur. Chillig.
Toll. Gut, dass ich eine Bombe habe. Gut, danke. Das Spiel hat ein Einsehen. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Dann können wir gleich zweimal bomben. Einmal hier. Einmal hier. Können wir uns noch ein blaues Herz holen, ne? Ja, ich bin der Meinung, er hat sich ein weiteres... Ah, wir haben 4 Münzen. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Ich dachte, ich habe 5 Münzen. Ich kann nicht zählen, alles gut. Mit 4 Münzen würde ich das nicht riskieren. Wäre zwar schön, ein HP ab hier mitzunehmen, aber... Nee. Hier, wir haben alles gesehen, ne? Wir haben alles gesehen. Ja, dann Bossfight. Es gibt keinen Itemraum, ich habe es mir fast gedacht. Oh nein, die sind jetzt allerdings auch doppelt, die Bossies. Ja, okay. Da hat sich dann das Training erledigt. Aber die sind denn normal nicht doppelt, oder? Also wenn ich normal mit denen spiele, sind die nicht doppelt. Ich glaube, die sind nur jetzt in der Challenge doppelt, hoffe ich jetzt mal. Das wäre sonst nicht so angenehm, wenn man immer doppelte Bosse hätte. Yo, ist in Ordnung. Oh Gott, das wird... Also kriegen wir jetzt überall doppelte Bomben. Oh mein Gott. Nee. Das macht die ganze Sache natürlich dann deutlich unangenehmer. Aber zweimal Herz kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also das wäre ja insane. Das wäre ja richtig insane. Zweimal das Herz, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, wir sehen alles doppelt. Kriegen wir jetzt dann zumindest auch 2 Items? Nein. Natürlich kriegen wir nur ein Item. So, jeder gönnt sich ein blaues Herz. Okay, cool. Und er hier kriegt seine Energie zurück. Haben wir noch irgendwo? Ja, wir haben noch ein Herz rumliegen. Sehr schön. Damit gehen wir zumindest ohne Energieverlust in die nächste. Eben. Wait. Ach, Tab war die Taste. In die nächste Ebene. Genau. Okay. Weiter geht's. Oh, wir wandern zu Basement. Okay, auch in Ordnung. Oh Gott, 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 oh nein. Oh, wieso, was, Hilfe. Komm her, Kollege. Aua. Alter, was war das denn jetzt für eine Aktion hier gerade? Das war ja richtig scheiße. Wir sprengen mal hier. Dann bekommt einer die Vergissmeinnicht und die anderen bekommen hier den Kram. So. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Da oben ist ein Würfelraum. Das ist der Zweierwürfel. Was tut er denn? Wenn der mich rerollt, weiß ich nicht. Ich meine, so viele Items habe ich nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Aber vielleicht rerollt ja auch was anderes. Pickups in the room. Ja, gut. Was liegt im Room rum? 2 Münzen. Okay, dann machen wir das hier noch auf. Es liegt noch eine Pille rum, dann reroll mal. Okay, jetzt haben wir Herzen zum Auffüllen. Naja, das war sinnvoll. Das hat auf jeden Fall sich gelohnt, 2 Schlüssel dafür herzugeben. Das hat sich auf jeden Fall dicke gelohnt. So. Müsste nicht jetzt dadurch, dass ich hier das Herz vorne habe, müsste dadurch jetzt nicht jeder Gegner eine Fliege bekommen? Also dieses Rottenhart habe ich doch jetzt vorne dran. Da funktioniert das jetzt nicht, so wie ich es gedacht hatte. Gerade tut es jedenfalls nicht, was ich dachte, dass es tut. Naja, ist auch in Ordnung. Also ist nicht in Ordnung, aber ist egal. So, was haben wir hier drin?
auf jeden Fall ein blaues Herz für ihn hier. Sheesh. Gut, das hat sich erledigt recht schnell. Bisher kein Geheimraum, ne? Okay, alles klar. Wait, aber... Das ist ja schon wieder merkwürdig. Yes! Wenn ich nicht drauf achte, wer es einsammelt, hätte ich noch drauf achten. Wo ist denn der andere Geheimraum dann? Gibt es nur einen diesmal? Nope. Gibt es diesmal nur einen Geheimraum? Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Scheinbar gibt es nur einen Geheimraum. Ja, okay. Interesting. Okay, gut. Dann ist das so. Gucken wir Bossy. Gucken wir Bossy. Jetzt habe ich auch ein paar Fliegen bekommen. Hm, okay. Okay, dies ist wirklich jede Scheiße. Was ist das? Oh, Himmel, hilf. Nein, hör auf damit. Danke, tschüss. Okay, jetzt haben wir zwei davon. Und du kriegst noch ein Range und Tears ab. Und jetzt kriegt jeder ein blaues Herz, okay? Du eins und du eins. So, seid bitte glücklich. Okay, weiter im Programm. Okay, da liegen Herzen rum, das ist gut zu wissen. Da ist schon mal der... Nein! Ach! Also zweimal hier getroffen werden, ist schon wieder super blöd. Von so blöden Mist. Ach, Kacke. Okay, Münzen, 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 Münzen. Das ist schön. Das ist auch schön. So, jetzt ist der Shop auf jeden Fall sinnvoll zu besuchen. Das ist auch eine interessante Lage für den Geheimraum tatsächlich. Das können wir uns auf jeden Fall holen. Ah, okay, ich hätte warten sollen. Ja, hätte ich da drüben jetzt auch gesprengt. Ist okay, ist okay. Aber auch die Gegner sind alle doppelt, ne? Das merkt man schon. Das ist alles... Alles doppelt und dreifach. Nicht nur die Bosse sind doppelt, die Gegner sind eigentlich auch doppelt. Okay, wie auch immer. Gut. Ja, ja. Ist alles doppelt, so langsam realisiere ich das auch. Das hat man vorher nicht so gemerkt. Es ist alles doppelt. Also kriege ich vielleicht auch eine doppelte Mom und dann auch tatsächlich ein doppeltes Herz. Das wäre denkbar. Der Gedanke... Oh Gott! Behagt mir zwar überhaupt nicht. Aber es ist leider tatsächlich denkbar. So. Jetzt können wir uns erstmal wieder ein Herz holen. Oh, ein schwarzes Herz. Dafür würde ich doch fast eine Bombe opfern, wa? Kriegst du. Da wollte ich gar nicht reinlaufen. Ich wollte durch den Geheimraum zurück. Ich hab nicht... Na, mein Gott, sie sind auseinander. Ich hab nicht nachgedacht. Okay. Ich wollte durch den... Oh mein Gott, jetzt bin ich hier weitergelaufen. Oh, jetzt kann ich auch den anderen Raum auch noch spielen. Okay, Münzen, 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 Münzen.
meine, es ist ja nicht mal gesagt, dass... weißt du schon? Ist da unten war. Okay, oh nein. Nicht mein Raum. Also diese Viecher, die erst aufgehen müssen. Ach, ich hasse euch. Geht weg. Dummer Hit. So. Okay. Da werden wir gleich auf jeden Fall eine Bombe investieren. Wollte ich sagen und konnte nicht mehr sprechen. Okay. Dann ist es aber umso ein besseres Training, weil es noch schlimmer ist als eh. als normal. So, was hast du für mich? Nice, mehr Münzen. Mehr Münzen sind gut. So, was gibt's hier unten? Nee. Ja, es ist alles doppelt. Ich habe das vorhin in der ersten Ebene gar nicht so richtig realisiert, aber jetzt realisiere ich das. Das ist alles okay. Die holen wir uns jetzt. Die hole ich mir jetzt so. Dann gehen wir da schön gerade durch. Da ist mein Job und mein Boss und ein Geheimraum. Alles gleichzeitig. Fantastisch. Erst das hier. Okay, wir setzen alles durch. Wir setzen alles durch ein. Alles querbeet. Achso, jetzt muss ich Shift drücken und Q, damit ich die Pille einsetze, ne? Okay. Dann drücke ich Shift und Q. Jetzt hat aber nur er eine Pretty Fly, richtig? Der andere hat jetzt keine. Genau. Okay. Dann kriegst du die nächste Pille. Jetzt drücke ich also Shift und Space. Weil es ist der kleiner geworden. Okay. Dann kriegst du die nächste Pille. Shift und Q. Full Health. Okay, wir haben die Full Health Pille immerhin jetzt lokalisiert. Und Shift und Space. Okay. Gute Pillen in jedem Fall. Alles gute Pillen gewesen. Und wir haben gute Pillen lokalisiert. Das heißt, wir wissen jetzt, welche das sind. Das ist schon mal gut. Okay, Stopwatch. Die musste ja eigentlich bei jedem funktionieren. Da ist es ja eigentlich egal, wer die kauft. Die muss ja bei jedem funktionieren. So, dann kriegt er jetzt noch. Isso kriegt jetzt noch. Andersrum. Jetzt kriegt noch sein blaues Herz. Dann kaufen wir noch einen Schlüssel. Und dann geht's weiter. Okay. Was haben wir jetzt doppelt? Der Husk doppelt. Okay. Das sollte doch funktionieren. Weil wir durch die Explosionsdinger recht schnell Schaden machen. Die kommen gar nicht zu uns ran. Das funktioniert ganz gut. Gibt jetzt auf jeden Fall einen Satan-Deal. Jo. Satan-Deal it in. Oh, nice, nice, nice. Wer kriegt es? Okay, das HP ab muss der Rote bekommen. Ganz klar. Okay. Damage Up bekommt jetzt erstmal er hier. Dann zusätzlich noch so ein Dingsherz bekommst du. Aufladen kann sich eh keiner, aber du bekommst natürlich noch das HP ab. Okay, schöne Sache. Weiter im Programm. Und ich gehe nicht rein, damit ich nächstes Mal garantiert den Angel Deal bekomme, wenn ein Deal kommt. Und dann hoffe ich wieder, dass er wieder mehrere Deals für mich hat, sodass es eigentlich eine Auswahl ist, ich aber mit beiden die hochgehen kann, ne? Das wäre cool. Ich sollte genug Schutz vor mir haben. Oh, wieder droppen hier Sachen. Das ist gut. Ich sollte genug Schutz vor mir haben,
dass das alles etwas besser funktioniert. Schauen wir mal. Okay. Die tauchen da natürlich auch doppelt auf, aber das ist cool, weil der könnte, die könnten jetzt wieder HP abdroppen. Die können ein Pedestal HP abdroppen. Was nice wäre. Schade. Aber auch okay, wenn ich jetzt Herzen rumliegen. Leider habe ich dadurch jetzt schon mein blaues Herz verloren. Mit Jakob. Es ist halt so. Okay, macht euch bitte ganz schnell weg. Blöder Treffer. Da geht gleich meine Engelchance flöten, wenn ich nochmal getroffen werde. Das ist nicht so schön. Okay, die ist aber sowieso nur bei 33,8%. Ja, gut. Okay. Ich sehe jetzt im Moment keinen Grund, hier reinzugehen, weil... Ach, wobei, 3 Münzen sind 3 Münzen. Ich dachte eigentlich, ich kann so springen, dass der Pilz mit drauf geht, aber dann halt nicht. Dann halt nicht. Oh, Himmel, 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 Himmel. Also das wird sehr unangenehm, vor allem dann durch Wump mit doppeltem Blödsinn. Oder Utre oder was halt alles kommt. Wie heißt das Ding? Klingt nicht so, wie ich es gesagt habe. Okay. Oh Gott! Zum Glück gehen die schnell kaputt! Oh yes, gut. Kommen wir schadfrei durch. Schöne Sache, da kommen wir nicht. Ach doch, wir kommen schon ran. Natürlich kommen wir ran, Bull. Jo! Oh, ich muss böse aufpassen, wo die stehen, wenn sie eine Bombe droppen. Setzen, legen. Weil ich könnte... okay, da muss ich böse aufpassen. Ich habe nicht gesehen, wo ich getroffen... Okay, er braucht ganz schön wieder sein blaues Herz. Weil noch haben wir den Angel Deal nicht verringert, ne? Genau. Gute Sache. Bisher haben wir auch die Geheimräume nicht gesehen. Sehe ich das richtig? Ja. Okay, da ist der erste. Gute Sache. Sehr schön. 2 Schlüssel, auch sehr schön. Ich würde jetzt mal direkt hier durchgehen, dass wir vielleicht ein bisschen schneller durchkommen, in der Hoffnung, dass das der richtige Weg dann auch ist. Jetzt mal den Zwischenteil erstmal skippen. Nach oben. Da ist der andere Geheimraum. Ja, hängt nicht da fest. Häng da nicht fest. Danke. Also, dass man gerade... Okay, keine Ahnung, was das ist. Sieht aber cool aus. Vielleicht sammle ich es erstmal ein, bevor ich nachgucke. Ich kann es auf jeden Fall einsammeln. Kostet ja nichts. Devil's Crown, his special customer. Das klingt nach irgendwas, was mit dem Satan-Deal zu tun hat. Das klingt nach irgendwas, was mit dem Satan-Deal zu tun hat. Oh, treasure rooms are replaced with red treasure rooms, which contains a deal with the devil in place of regular item pedestal. Ah, okay, dann nützt mir das jetzt eh nichts. Dann nützt mir das jetzt eh nichts. Dann kann man das auch liegen lassen. So. Jo, geh Vorsicht vor dem roten Feuer. Ich weiß, das ist wieder die Dings, Okay, so, die komischen Dinger sind weg. So, jetzt kann ich nämlich die so schieben, dass sie beim Fass explodieren. Aber ich musste erst die roten Feuer entfernen. Die waren gift.
dann ein bisschen gefährlich. So. Bam. Okay, paar Bomben, neue Schlüssel, paar Münzen, ist okay. Ist okay. So, weiter im Programm. Dann ist da unten wahrscheinlich der Boss und dann gehen wir gleich rein und dann freuen wir uns und kriegen vielleicht unseren Engel-Deal. Das ist noch nicht der Boss, schade. Hätte ja sein können. Da ist der Boss und da sind nochmal komische Viecher, aber die sollten auch jetzt kein Problem darstellen. Dann komm, geh weg. Wehe, du triffst mich, ich raste aus. Gut. Probieren wir es. Oh ne, zwei davon. For real. Jo, ich habe nicht aufgepasst. Aber die gehen schnell down. Die gehen sehr schnell down. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein! Komm, Engelraum, Engelraum, komm! Ach, das ist Kacke. Hasse dich, Spiel. Warum kein Engelraum? Why no Angel Room? Why? Okay, sollte ich noch was tun hier in der Ebene? Herzen auffüllen, ist leider nichts an der Stelle. Nee. Gibt nicht mehr zu tun. Ach, gib mir doch Engelraum, Mano. Oh nein. Kein Bock auf die Scheiße. Oh, auf die Scheiße habe ich eigentlich auch keinen Bock. Nee. Ah, das ist doch nicht mein Ernst. Okay, den müssen wir uns merken. Den kann ich jetzt noch nicht mitnehmen. Jetzt mitnehmen wäre komplett bescheuert. Aber wir müssen jetzt auch nach dem Shop wieder gucken. Wieso hat sich eigentlich noch nie die Stopwatch aktiviert? Fragezeichen. Hat die der falsche Charakter? Hätte ich die mit dem anderen nehmen müssen? Die nicht, also müsste die sich nicht automatisch aktivieren oder aktiviert die sich bei Treffer, wenn ich getroffen werde? Aber ich wurde ja auch getroffen. Hä? Wait a moment. Ich muss mal die Stopwatch nachlesen. Appeals. A permanent but slight slowing effect to all enemies. Stopwatch now slows down all enemies in the game once again, but the slow effect is much less drastic. No longer has an on-hit effect. Okay, die ist anders jetzt, die Stopwatch. Aha. Aber die fühlt sich überhaupt nicht mal langsamer an. Also so gar nicht langsamer als normal. Keine Ahnung, was das wieder ist für ein Quatsch. Ah. Okay, da drüben. Ist da drüben irgendwas Spannendes? Sollte ich da mal. Wir versuchen da mal hinzugucken. Was ist da drüben, ist die Frage. Nice. Eins für dich, eins für dich. Goldene Bombe! Nice! Das ist es auf jeden Fall wert, dich da einmal durchzusprengen. Ist ja dann wurscht, wer die bekommt, ne? Haben wir dann beide eine goldene Bombe. Cool. Sehr schöne Sache. Okay, jetzt holen wir uns erstmal die Herzen wieder ab.
Beide brauchen Energie. Beide müssen aufgefüllt werden. Du musst gefüllt werden und du musst gefüllt werden. So. Sehr schön. Okay. Map-technisch war es bisher... Ja, eigentlich schon sinnvoll, weil wir jetzt die goldenen Bomben haben. Das Ärgerliche ist halt, dass man echt gar nichts sieht. Da ist jemand neben mir sehr in einen einfach aufgetaucht. Hilfe. Geh weg. Jetzt rollen die noch irgendwo, rollen die noch rum. Na da, okay, jetzt haben wir alles weg. Gut. Geh einfach mal hier weiter und hoffe, dass es immer noch weiter führt. Und es führt noch weiter. Ich will ungern in diesen großen Raum. Weil großer Raum jetzt in Devs mit doppelten Gegnern klingt für mich nicht so attraktiv. Ich muss halt nur Steine gucken noch, weil wir haben ja goldene Bomben. Dann ist es natürlich sinnvoll, enorm sehr gut Steine zu gucken. Leider sehe ich da nichts. Geheimraum brauche ich nicht testen, weil den kriege ich ja sowieso angezeigt. Hier bitte nicht treffen lassen. Ach, nicht nö. Es sind so einfache Gegner und ich lasse mich treffen. Sowas ist der. High Priestess, okay, meinetwegen. Kann man mitnehmen, solange wir nichts anderes haben. Ist es nicht verkehrt. So. Okay, Shop. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich? Warte, kann ich? Stopp. Wenn ich jetzt hier... Nein! Mann, ich wollte testen! Scheißdreck. Wenn ich jetzt hier Steuerung drücke, wird dann eher... Okay, er wird trotzdem reingezogen. Ich muss also mit beiden da durchlaufen. Oh, ist das... Ist doch bescheuert. Ah, ist das dumm. Ist das dumm. Das ist... Ist dieses Bracelet-Ding? Ja, ne? Dass ich Sachen hochheben kann. Okay, ist für später gut. Ich habe ja jetzt nicht immer nur die Bomben. Kriegst dann du hier. Genau. Kriegst du auch dein Herz gleich wieder zurück. Alter, das war gerade super dämlich einfach nur. Also wirklich super dämlich. Jetzt muss ich wieder durch den scheiß Stachelraum zurück. Ich hab gar keinen Bock. Das ist ja das Dümmste überhaupt, weil die auch noch unterschiedlich Dings irgendwie scheinbar haben. Der eine kommt da schneller durch, der andere... Oh, okay, ich muss da wirklich ganz fix durch, dann geht das. Ah, das war ein super dummer Hit. Also, keine Ahnung. Okay, wir müssen in den Dreiergang vermutlich rein. Aua! Wir sollen erstmal hier ankommen. Mein Gott! Wo denn? Alter, mein ISO ist gleich down. Ich hasse den Dark Mode. Okay. Okay. Danke. Dark Mode, dass ich so viel gesehen habe. Mensch. Ja, aber das mit der Stopwatch habe ich irgendwie nicht verstanden. Waren die Kinder jetzt wirklich langsamer oder nicht? Ha. Huh. Vielleicht muss man so Hauptitems mit dem Jakob einsammeln und nicht mit dem Isso. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Interessant auf jeden Fall. Von der Challenge her interessant. Aber gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, wir probieren nächstes Mal erst nochmal Isaac's Awakening. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.